Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. In der heutigen Ausgabe schauen wir uns ein ganz besonderes Fahrzeug an. Die Rede ist hier vom Jaguar Sport XJR 15, welcher hier im Spiel nicht nur ein Scheunenfund ist, nein, er feiert hier in Forza Horizon 5 tatsächlich seine allgemeine Forza-Premiere. Und das ist natürlich für einen Forza-Veteran wie mich auch immer was ganz Besonderes, so ein Fahrzeug zum ersten Mal ausfahren zu dürfen. Und ja, ausfahren ist eigentlich das richtige Stichwort. So ein Fahrzeug gehört definitiv bewegt. Deswegen würde ich auch sagen, verlieren wir keine Zeit, steigen direkt mal ein, starten den Motor und fahren hier runter vom Hof. Das gibt auch mir die Möglichkeit, dir so ein paar Tacken zum Fahrzeug zu erzählen, während wir ein wenig durch die Welt cruisen. Ja, das war jetzt ein eher seichter Start. Also der Motor klingt eigentlich eher so. Aber ja, diese Anfahranimation, die war schon im letzten Horizon-Teil nicht ganz so proper. Manchmal bleibt einfach das Rad stehen, das war jetzt nicht der Fall. Und manchmal geht einfach die Drehzahl nicht nach oben. Wahrscheinlich war da die Dings drin, ne? Diese Launch-Control, die wir jetzt haben. Genau, so klang es gerade. Er konnte nicht höher drehen als knapp über 2000. Ja, diese Launch-Control, das ist natürlich immer so eine Geschichte. Ich habe es ja schon in Let's Play Folge 1 gesagt. Nette Idee, schlechte Umsetzung, denn naja, so eine Launch Control sollte doch schon bei eher etwas höherer Drehzahl einlocken. Und außerdem, eine Launch Control bei so einem Fahrzeug, ich glaube, das gab es damals noch nicht. Ja, keine Sorge, wir gehen auch gleich noch auf die Teststrecke und ja, bringen das Fahrzeug an seine Grenzen. Aber ich habe mir gedacht, ich will dich erstmal so ein bisschen abholen. Was ist denn das für ein Fahrzeug? Jaguar Sport XJR 15, das klingt ja schon so ein bisschen wie so ein Le Mans-Renner. Ja, das ist nicht so ganz falsch, denn tatsächlich stammt der, wenn man so möchte, vom Le Mans-Sieger Jaguar XJR 9 ab. Aber eins nach dem anderen, und zwar Jaguar und Tom Wilkinshaw Racing, oder kurz gesagt TWR, haben eine Tochtergesellschaft, die Jaguar Sport Tochtergesellschaft gegründet. Deswegen heißt er auch hier nicht nur einfach Jaguar XJR 15, sondern Jaguar Sport XJR 15. Und ja, die hatten die Idee, oder vor allem Tom Wilkinshaw. Was für ein Name? Tom Wilkinshaw Racing. Klingt eigentlich geil. Ich krieg's mal wieder hin, ist 10-mal falsch auszusprechen. Entschuldigt an dieser Stelle. Na ja, egal. Die haben die Idee, dass, wie wäre es eigentlich, so ein Rennwagen, so ein Le Mans-Rennwagen mit Straßenzulassung zu bauen? Das wäre doch eine coole Sache. Ja, und das haben sie dann von 1990 bis 1992 eben mit diesem XJR 15 in die Tat umgesetzt. 53 Stück wurden gebaut. 50 waren sogar nur geplant. Es wurden sogar tatsächlich dann drei mehr. Und ja, dieser Rennwagen oder Rennsportwagen mit Straßenzulassung war auch gerade nicht günstig. 500.000 britische Pfund musste man hinlegen für so ein Ding. Das ist schon echt ordentlich. Ja, aber wie schon gesagt, er hat ein paar Sachen von seinem ja, Le Mans-Rennsieger, dem XJR 9, geerbt. Unter anderem zum Beispiel das Chassis wurde davon übernommen und bearbeitet. Die Karosse wurde von niemand Geringerem als Peter Stevens entworfen. Wer jetzt nicht weiß, wer Peter Stevens ist, der hat unter anderem später den McLaren F1 mitkonstruiert. Also, ja, der F1 sollte jedem ein Begriff sein. Und was wahrscheinlich so das Besonderste an diesem ganzen Fahrzeug ist, ist, dass der XJR 15 tatsächlich das erste Straßenauto der Welt war, was vollständig aus Carbonfasern bestand. Ja? Also vorher gab es zwar immer zu teilen mit Carbon, aber das hier war tatsächlich mal, wo alles quasi ja konsequenter Leichtbau ist. Was wir dann auch gleich auf dem Datenblatt sehen werden, wenn wir dann auf die Teststrecke springen. Und ja, was man vielleicht auch noch gleich dazu erwähnen kann, also Jaguar und TWR haben auch tatsächlich den Nachfolger von dem hier gebaut. Da dann nicht mehr unter Jaguar Sport, sondern einfach nur noch unter Jaguar, und zwar den weltberühmten XJ220. Den wir hier auch im Spiel haben und der sicherlich auch noch seine Folge bekommen wird. Und ja, jetzt haben wir tatsächlich seinen Vorgänger. Aber, und das ist auch ganz interessant, dieser XJR 15 war nicht nur der Vorgänger des XJ220 oder 220, sondern er war tatsächlich auch der Vorgänger eines anderen, sehr ähnlich aussehenden Fahrzeugs. Aber dazu später mehr. Ich würde jetzt sagen, lange genug geschnackt. Du weißt jetzt ungefähr, wo wir uns befinden zeitlich und vor allem, für was dieses Fahrzeug steht. Jetzt wird es Zeit, das Fahrzeug mal an seine Grenzen zu bringen. Und das tun wir natürlich auf unserer Teststrecke.
Und mit dem Start der Teststrecken-Runde schauen wir direkt auf das angesprochene Datenblatt. Und da sehen wir, im Herzen arbeitet ein 6 Liter V12-Motor, der 457 PS und 570 Newtonmeter Drehmoment leistet. Das Ganze in Verbindung mit einem 5-Gang-manuellen Schaltgetriebe. Vereinzelt bei manchen XJR 15 gab es auch ein 6-Gang-Getriebe. Hier im Spiel haben wir aber eben die 5-Gang-Version. Deswegen habe ich die auch hier primär vermerkt, zumal die auch die weit verbreitetere war. Ja, konsequenter Leichtbau, habe ich schon erwähnt. Knapp über eine Tonne ist dieses Fahrzeug nur schwer bei so einem fetten V12 da hinten drin. Also das ist wirklich ja, Rennwagen für die Straße und das eben Anfang der 90er Jahre. Der Sprint von 0 auf 100 gelingt in 3,9 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit ist so bei knapp 300 km/h. Vereinzelt wurde er auch ein bisschen schneller gemessen. Allerdings das Getriebe soll das Ganze auch so ein bisschen limitieren. Ja, kommen wir zur Teststreckenrunde. Was gibt's zu sagen? Was ist mir aufgefallen? Naja, zuerst einmal kommt dieser XJR 15 mit den wahrscheinlich schlechtesten, modernsten, in Anführungsstrichen modernsten Reifen daher, die wir so haben im Spiel. Dementsprechend war er da schon ein bisschen limitiert, aber trotzdem fand ich den sehr geil zu fahren. Zumal auch, ne, wenn man bedenkt, DNA, so ein alter Le Mans-Renner, der ja eigentlich eher für ja, Straight-Line-Speed, also wirklich für geradeausfahren, auch irgendwo gedacht ist oder halt möglichst stromlinienförmig viel Speed zu generieren, hat er sich doch ganz gut fahren lassen. Also er ging sehr geil in die Kurven rein. Das hat auch so ein bisschen so diese alten Rennwagen-Vibes gehabt. Also mehr so eigentlich so ein Rennwagen aus den 80ern, so ein Gruppe-C-Wagen. So hat es sich ein bisschen mehr angefühlt. Aber mir hat es echt Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt, was wir da jetzt gleich im Tuning noch rauskitzeln können, wenn wir eben etwas bessere Reifen verbauen, vielleicht auch ein moderneres Fahrwerk noch verbauen. Ich glaube, da können wir schon eine richtige Waffe gleich ja, kreieren. Aber ich würde sagen, ich lasse dich noch mit den letzten Sekündchen alleine und dann schauen wir mal auf die gefahrene Rundenzeit. Eine 2 Minuten 1855 ist der XJR 15 gefahren. Das ist, denke ich, ganz okay, entsprechend dem Leistungsindex. Klar, wie gesagt, viel Potenzial verschenkt, aber würde man genau das alles ändern, was ich gerade gesagt habe, dann würde auch der Leistungsindex extrem nach oben schnell, beziehungsweise wir werden es sowieso gleich sehen. Und mir ist auch gerade aufgefallen, ich spreche immer von Rundenzeit. Es ist aber gar keine Rundstrecke mehr wie in Horizon 4. Es ist ja jetzt eigentlich ein A nach B Sprint, aber ich glaube, ich sage trotzdem weiterhin Rundenzeit. Oder stört es jemanden? Gut, wenn ich das jetzt so anspreche, wird sowieso irgendjemand geben, der sagt, ja, das stört mich schon die ganze Zeit, wie kann man nur? Aber ich habe auch schon gesehen, dass einige von euch in den Kommentaren auch Rundenzeit geschrieben haben. Also von dem her, ich glaube, das ist völlig okay, dass man ja eine Strecke oder eine Zeit einfach auch als Rundenzeit bezichtigt. Denn man kann ja auch trotzdem mehrere Runden fahren, nicht Runden im Kreis, aber halt, ne, jeder Run ist ja auch eine neue Runde, wenn man so möchte. Aber halten wir uns damit gar nicht länger auf, sondern springen zurück zu unserem Domizil, ja, und schauen uns das schöne Fahrzeug nochmal an in dieser, wie ich finde, richtig geilen blauen Lackierung. Ja. Die ist jetzt nicht so kräftig, sie ist so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen ausgewaschen, aber nicht so, dass man jetzt denkt, oh, der ist zu lange in der Sonne gestanden. Ich finde, das sieht schon richtig nice aus. Mir gefällt es richtig, richtig gut. Und was mir halt persönlich auch immer sehr gut gefällt, das ist halt bei so Rennwagen auch sehr oft der Fall. Guckt mal hier die ja, Schrauben an. Hier sind sie rot und hier sind sie blau auf der Seite. So, dass man ein bisschen rechts und links auseinanderhalten kann. Und sowas feiere ich ja immer übelst. Ja, sowas würde ich gerne auch ja, einfach so machen können im Spiel, dass man einfach jede Felge separat lackieren könnte. Also alle vier separat, nicht nur vorne und hinten, sondern auch links und rechts und so. Alle so drum und rum. Wäre doch eine schöne Sache. Ja, in den Motor können wir nur so, ja, mehr oder weniger in den Motorraum reinschauen. Da haben wir diesen V12-Motor, 6 Liter, wie schon gesagt. Und ja, was da natürlich auch besonders ist, das ist, glaube ich, noch gar nicht zur Geltung gekommen. Der hat auch Klappscheinwerfer, was man aber noch gar nicht gesehen hat. Die kann man gar nicht, warum kann ich die hier nicht aufklappen? Aber ja, normalerweise hat er Klappscheinwerfer. Sei es drum, ich würde sagen, wir gehen rein ins Tuning. Wir wollen ein bisschen was umbauen. Und wie schon angedeutet, ich möchte ihn einfach, ah, jetzt sehen wir die Klappscheinwerfer. Ich möchte ihn einfach nur so ein bisschen modernisieren. Ja, wir können zwar auch andere Motoren einbauen. 5 Liter V8, Kompressor, Racing V12, 7,7 Liter V12. Okay, ja, ein Racing V12 würde ja irgendwo passen. Aber ja, wir bleiben mal beim vorhandenen V12. Wir könnten den auch mit einem Twin Turbo oder einem Kompressor ausstatten, was natürlich crazy wäre. Genauso auch mit dem Allrad. Aber wie gesagt, ich will eigentlich die Grundidee lassen. Ich möchte ihn nur so ein bisschen modernisieren. Ja, Forza Splitter und Flügel, okay. Dann würde ich aber sagen, eben hier mal, ich weiß nicht, soll man direkt zu den Semi-Slicks gehen oder reichen Sport? Sport wäre halt nur so ein bisschen, aber, hey, komm,
Wir machen Semi-Slicks. Nicht Full-Slicks, aber Semis auf jeden Fall. Gehen auch schön breit. Hinten auch 3,45er. Sehr schön. Spur können wir auch ein bisschen machen. Weil ich da jetzt auch nicht zu viel will, ja, weil das muss ja auch irgendwo noch so ein bisschen passen zu so einem Wagen. Also, ich würde sagen, die erste Stufe reicht hier völlig aus. Wir können ja auch gleich mal das Fahrwerk verbauen, vielleicht modernere Bremsen. Ah, der hat schon ein Fahrwerk, da müssen wir gleich gucken, ob wir ihn ein bisschen... Den können wir tatsächlich noch mal leichter machen. Ja, let's do it. Wir haben einfach modernere Carbon-Kohlefasern. Da geht es ohne Probleme. Getriebe, würde ich auch mal sagen, machen wir schon ein neueres... Nee, Renngetriebe ist automatisch ein Sechsgang, genau. Ja, okay, dann das passt schon. Diff würde ich auch sagen, Renndiff rein. Antriebswelle. Und das haben wir ja schon alles, so ist es. Und dann Leistung. Ja, würde ich direkt zum Hubraum springen, aus Gründen. Und wir können tatsächlich einen 7 Liter draus machen, also da runden wir einfach auf, was schon mal nicht schlecht ist. Und ich würde tatsächlich leistungstechnisch, das ist eine gute Frage, wo gehen wir leistungstechnisch hin? Also auf den Leistungsindex, ja, gucke ich jetzt mal nicht. Ich hätte eine Idee, wo wir hingehen könnten. Aber es könnte halt schon... Boah, das könnte richtig crazy werden. Ach, egal, wir probieren es mal aus. Wobei... Ich habe hier einen Wert stehen auf meinem, sagen wir mal, Spickzettel. Komm, da kann ich ja mal drüber reden. Und zwar tatsächlich, als dann so der XJR15 schon so ein bisschen fertig war mit Bauen oder in seiner Bauphase war, hat XK Engineering, das war ein britisches Unternehmen, gemeinsam eben mit TWR für einen japanischen Kunden eine, sagen wir mal, eine etwas speziellere Version des XJR15 ja, anfertigen lassen, also ein Spezialauftrag. Der wurde dann schlussendlich auch XJR15LM genannt und der hat tatsächlich einen eben 7 Liter V12 aus, also direkt aus dem XJR9 bekommen, der 710 PS geleistet hat. Zusätzlich allerdings hat er auch einen größeren Heckflügel bekommen, einen zusätzlichen Frontsplitter, auch die Motorabdeckung wurde komplett, ja, überarbeitet mit zusätzlichen Luftschlitzen, auch auf dem Dach war nochmal ein größerer Lufteinlass, der halt dann quasi in den Motorraum gegangen ist, damit einfach auch der Motor besser gekühlt werden konnte, gerade so ein Rennmotor dann, logisch, der braucht es halt auch. Und deswegen schiel ich gerade so auf diese 710 PS, aber, wie gesagt, da haben sie auch viel aerodynamisch getan, was ich jetzt nicht tue. Und deswegen würde ich sagen, ganz übertrieben machen wir es nicht, aber 610 PS, würde ich sagen, können wir vielleicht machen. Ja? Jetzt gucken wir mal, wie wir da überhaupt hinkommen. Weil sonst müssen wir jetzt die Forza-Splitter-Geschichte verbauen, dass es auch irgendwo noch fahrbar bleibt. Aber kommen wir überhaupt da hin? Ist ja krass. Wir können ja schon fast einen Vollaufbau machen, ohne jetzt halt einen Turbo oder so zu verbauen. Aber okay, machen wir halt. Die Schwungscheibe. Ne, machen wir das weg, dann haben wir einen glatteren Wert. 560 PS. Okay. Ja, das ist aber immerhin ein Leistungszuwachs von knapp 100 PS. Das ist ja, ist okay. Können wir machen. Drehmoment nicht ganz so gestiegen. Na gut, dann installieren wir das mal. Dann gucken wir mal, wie sich jetzt gleich fährt. Bin ich mal sehr gespannt. So, und dann wollen wir natürlich auch ein bisschen Rennen fahren. Dann gucken wir mal, dass wir den ein bisschen tiefer vielleicht bekommen. Wir können vielleicht auch mal ganz kurz zu den Designs schauen. Da gibt es nämlich auch andere Farben, denke ich. Jawohl, so ist es. Gelb zum Beispiel. Oh ja, das ist blau. Guck mal, ja, die Motorabdeckung wird auch so lackiert. Ist es auch, wenn ich hier eine Farbe ändere? Ah ja. Das ist ja geil. Feier ich. Aber geil. So, wir lassen es erstmal. Felgen lasse ich auch im Übrigen. Finde ich geil, diese Felgen. Für die damalige Zeit passt einfach super gut. Nice. So, wir passen aber ganz kurz mal noch was an. Getriebe können wir erstmal vielleicht lassen. Ja, Radsturz. Ich riskiere es einfach mal direkt ein bisschen was zu ändern. Ich möchte nämlich jetzt eigentlich gar nicht so viel Zeit mit Feintuning diesmal verbringen, sondern eigentlich will ich mehr ein bisschen auch Rennen fahren. Aber was wir eben machen, ist einfach das Ding auch ein bisschen tiefer. Ich glaube, einen tieferen Schwerpunkt, das passt schon. Vielleicht ein bisschen härteres Fahrwerk. Gerade jetzt mit den moderneren Reifen sollte er das vielleicht auch ganz gut gehandelt bekommen. Da muss das Fahrwerk nicht so viel rumschwabbern. Ja, und den Rest lassen wir mal ein bisschen, hätte ich gesagt. Bam, da liegt er auch ein bisschen tiefer. Man merkt halt einfach schon auf den ersten Metern, wie viel mehr Grip auf einmal da ist. Der Wahnsinn. Ja. Und Le Mans, Rennwagen typisch, auf der rechten Seite sitzt man. Gut, okay, ist ein Jaguar, ne? Brite, da sitzt man sowieso gerne mal auf der anderen Seite, aber trotzdem. Das ist schon auf jeden Fall jetzt eine Waffe. Man hört halt auch direkt
Das Renngetriebe. Hier ist aber, aber schon ein Leichtgewicht. Ja, man merkt natürlich diese die modernen Reifen alleine schon, was das schon ausmacht. Wahnsinn. Geile Nummer. So, wir wollen aber ein Rennen fahren. Und in der Stadt ein Rennen fahren ist sogar gar nicht mal so verkehrt, denn ich habe ja gesagt, das war ein Rennwagen mit Straßenzulassen. Und natürlich will natürlich Jaguar damit auch Rennen fahren. Und das haben sie damals auch gemacht. Es gab eine eigene Rennserie, die nannten sie Jaguar Intercontinental Challenge. Und die ist tatsächlich 1991. Mein Gott, verspreche ich wieder die ganze Zeit. 1991 in der Formel 1 im Rahmenprogramm gewesen, zumindest mal für drei Rennen. Und zwar einmal in Silverstone, in Spa-Francorchamps, also in Belgien, und Monaco. Und ja, wenn die in Monaco damit gefahren sind, dann können wir damit auch fahren. Hier in Guanajuato, das ist doch mal klar wie Kloßbrühe. Und ja, eine coole Sache. Also wie gesagt, die haben, um das einfach nochmal klar zu machen, die haben damals gesagt, hey, wir haben hier so einen Le Mans-Renner. Aber wir wollen halt einfach so ein Le Mans-Renner auch auf der Straße fahren können. Aber wir wollen auch damit auch Rennen fahren können. Wir möchten halt einfach beides können. Und so ist der entstanden. Ja, da war mal noch konsequent. Ne? Heutzutage undenkbar. Okay, der erste Gang müssen wir wahrscheinlich nochmal ein bisschen anpassen. Der ist super kurz. Also generell glaube ich, die ersten Gänge etwas länger. Wäre nicht verkehrt. Er fährt sich super gut, ey. Also ich glaube, wir müssen da wirklich gar nicht so viel anpassen. Ich meine, gut, wie gesagt, der fuhr sich einfach in der Basis schon ultra genial. Man hat einfach direkt gemerkt, okay, die alten Reifen, die machen nicht so den besten Job. Ja, also gerade die ersten drei Gänge würde ich auf jeden Fall ein bisschen länger setzen. Ist, glaube ich, ein bisschen angenehmer zu fahren. Sorry. Jetzt ein bisschen ist natürlich da vorne ein bisschen davon geschnellt. Wenn wir die nochmal eingeholt bekommen. Also für das, dass hier wirklich jetzt keine Aero verbaut wurde, sondern das immer noch eigentlich so eine winschelige Geschichte ist, liegt der aber ultra stabil. Gut, ich meine, das sind jetzt auch noch keine richtig, richtig schnellen Kurven, aber trotzdem. Ich feiere das gerade richtig. Porsche da vorne noch bekommen. Ah, doch. Ich soll den nicht anschieben. So, da sind wir noch am GT3 vorbeigefahren. Sehr gut. Nice. Macht echt Bock zu fahren. Und wir haben nicht mal ein moderneres Fahrwerk verbaut, weil war schon quasi ein gutes Fahrwerk drin. Konnte man nicht verbauen. War schon interessant auf jeden Fall. Ja, und dann gibt es noch eine Sache, die ich gerne erzählen möchte. Und zwar, ich habe es ja schon angekündigt, der war ja nicht nur eben vom XJ220 der Vorgänger, sondern auch nochmal von einem anderen Fahrzeug. Zumindest mal indirekt, und zwar 1994, als sich dann Jaguar komplett aus der Sportwagen-Geschichte zurückgezogen hat, beziehungsweise aus der Sportwagen-Meisterschaft zurückgezogen hat, hat dann Nissan TWR beauftragt, den Nissan R390 in Entwicklung zu geben. Und naja, TWR hat halt gedacht, gut, sowas Ähnliches haben wir ja schon mal gebaut, da nutzen wir doch ein paar Teile, die wir schon haben oder schon kennen. Und tatsächlich sind Teile des XJR15 in den R390 mit eingeflossen. Zum Beispiel das Mittelteil des Chassis sowie das gesamte Cockpit. Und natürlich, klar, wurde der R390 nochmal
konsequent weiterentwickelt. Man könnte sogar, um es anders zu formulieren, sagen, der R390 ist die absolute Weiterentwicklung des XJR15. Und falls du jetzt überhaupt nicht weißt, was ist denn überhaupt der R390? Hä? Was? Ja, fahren wir ihn doch einfach ganz kurz, ja. Und da freue ich mich natürlich dann schon mal auf eine Folge, wenn wir dann mit dem R390 unterwegs sind. Weil dann können wir ja prima den Rückschluss ziehen. Ja, natürlich, man sieht es schon mal deutlich weiterentwickelt. Aber irgendwo, ja, ist was da. Also klar, blau ist er auch. Und natürlich, klar, größter Unterschied ist natürlich, hier ist natürlich kein Jaguar-Motor am Start, sondern ein Nissan-Motor. Aber das ist doch super cool, oder? Dass quasi in dem hier ist der Geist des XJR15 mit drin. Und im XJ220 eben halt auch irgendwo. Und alle wiederum zurückzuführen auf den XJR9, der Le Mans gewonnen hat. Ich liebe Automobilgeschichte. Geht's euch nicht auch so? Also ich finde es immer so toll, wenn man solche Sachen dann einfach weiß oder liest oder erzählt bekommt, jetzt in eurem Fall. Ja, so geil. Da geht mir einfach das Herz auf und da freue ich mich einfach immer auch so diese Let's Play-Folgen zu machen, die auch so ein bisschen was dazu erzählen zu können. Ah, das ist doch immer eine schöne Sache. So, da haben wir noch, machen wir mal eine Straßenszene rennen, gucken wir mal. Wie gesagt, erst Getriebe anpassen, das ist noch ganz wichtig jetzt. So. Getriebe, Getriebe, Getriebe. Also, erster Gang schon mal deutlich länger machen. Zweiter Gang auch ein gutes Stück. Dritter Gang auch nochmal ein gutes Stückchen. Können wir den vierten vielleicht auch noch, den könnte man dann dafür wieder ein bisschen kürzer. Und ich glaube auch den letzten Gang. So viel brauchen wir da gar nicht, oder? Passt. So. Na, guck mal. So. Nee, also das freut mich halt immer, wenn man so ein bisschen, alles so ein bisschen verbinden kann. Man hat einmal ein Spiel, man spielt, man hat Spielspaß, man vermittelt diesen Spielspaß, aber man kann auch tatsächlich Wissen aus der Realität weitertragen. Und ich glaube, das ist also ein bisschen eine einmalige Geschichte, die ich ja hier natürlich auch schon seit vielen, vielen Jahren mache, hier im Forza Let's Play. Und ich hoffe, das gefällt dir auch, dass ich eben nicht nur einfach stupide ein Auto schnapp und hier tune ohne Sinn und Verstand und Rennen fahre ohne Sinn und Verstand, sondern auch so ein bisschen versuche, gerade bei so historischen Fahrzeugen so ein bisschen das Ganze auch mit historischem Wissen so ein bisschen mit reinzubringen. Wie zum Beispiel die Geschichte beim DeLorean vor ein paar Folgen. Fand ich super interessant und wenn ich eure Kommentare so gelesen habe, dann kam das auch wirklich gut an. Hat euch auch sehr gefreut. Aber wie immer, es ist wichtig, dass ihr mir halt auch Feedback gebt. Wenn ihr sagt so, ha, nee, das ist jetzt zu viel, ja, bisschen mehr Action, bisschen weniger dieses Geschichtliche oder nee, gerne mehr. Also immer Feedback geben. Ich bin da einfach auch dran oder möchte da auch immer dran bleiben, dass wir da gemeinsam auch ein schönes Let's Play entwickeln, was ja immer für Abwechslung sorgt, aber halt eben auch so mal diese Momente hat, wo man sagt, oh cool, da hab ich wieder mal was Neues gelernt, mal was mitgenommen. Aber unterm Strich halt einfach immer eine geile Zeit ist, ja. Wenn man sich immer freut auf so eine Folge und sagt, jawohl, geil, neue Folge, habe ich Bock drauf. Da gehe ich mit einem Lächeln raus. So soll es sein am Ende des Tages. Und ja, die Abwechslung, falls das jetzt einer schon ein bisschen missen lässt. Kai, die zwei Vulcans. Die Abwechslung, die wird natürlich noch kommen, wenn dann die Community-Formate so ein bisschen mehr reingehen. Ich denke mal, die nächste oder beziehungsweise die erste Auto-Wunsch-Ausgabe, die erste TWIF-Ausgabe wird in den nächsten Tagen soweit sein. Ihr konntet ja jetzt die letzten Tage fleißig schon mal abstimmen für die erste Ausgabe. Und keine Sorge, eure Stimmen gehen nicht verloren. Also wenn du schon mal für ein Auto abgestimmt hast und das Auto sollte tatsächlich nicht drankommen, dann ist deine Stimme immer noch da. Ja, du kannst dann aber einfach nur nochmal zusätzlich abstimmen. Da kannst du nochmal fürs gleiche Fahrzeug abstimmen. Oder, ja, ich habe, glaube ich, am Anfang ein bisschen geschlafen. Sonst hätte ich das Rennen vielleicht gewinnen können. Naja, egal. Also eben, du kannst dann nochmal fürs gleiche Fahrzeug abstimmen oder dann nochmal für ein ganz anderes. Das ist dir dann völlig gleichgestellt. Aber immer so zwischen den einzelnen Autowunschausgaben ist es so, dass dann das Formular erstmal wieder gesperrt ist für dich. Also jeder eine Stimme bis zur nächsten Ausgabe. Dann darf man wieder eine Stimme abgeben und so weiter und so fort. Aber das werde ich dann nochmal erklären, wann dann die erste Autowunschfolge kommt. Des Weiteren
gibt es ja natürlich noch weitere Community-Formate, eben die ganzen Ray-Tested-Formate, wo ich Strecken teste, Tunings teste, Designs angucke, teste, was auch immer. Also die bringen da natürlich alleine schon ein bisschen Abwechslung mit rein. Und natürlich auch innerhalb dieser ganzen Folgen kann man natürlich verschiedenste Dinge tun, wie zum Beispiel so einen geilen GMC Jimmy fahren, ja, so einen kompletten Offroader oder mal so einen Sportwagen nehmen und als Offroader aufbauen oder weiß was ich was alles. Also wir können ja völlig verrückt sein und sowas soll natürlich auch kommen. Und da freue ich mich drauf. Es gibt so viele Sachen jetzt noch zu tun. Also ich habe quasi in meinem Kopf ist quasi schon so eine Liste, wo ich sage, so, boah, das will ich noch demnächst machen und das will ich noch machen und jenes will ich noch machen und dieses will ich noch machen. Aber eins nach dem anderen, ja. Das wird noch ein super langes Let's Play und ich habe es immer wieder angekündigt, wir werden hier hunderte von Folgen haben. Hunderte! Ja, das ist keine Drohung, sondern das ist ein Versprechen. Und jeder, der schon ein bisschen hier auf dem Kanal unterwegs ist, weiß, der Mann lügt nicht, wenn er von Hunderten von Folgen spricht. So, guck mal, da haben wir einen F1. Die sind quasi auch so ein bisschen verwandt. Zumindest mal ein Teil der Schöpfer ist mit drin. Der Peter Stevens steckt da so ein bisschen in beiden mit drin. Das klingt jetzt ein bisschen pervers, aber ihr wisst, wie es gemeint ist. Ja, ich glaube, ein bisschen fehlt so die Power am Ende des Tages. Also das Ding ist jetzt halt ein übelstes Crit-Monster geworden. Also ich glaube, der könnte sogar wirklich so ein Turbo oder so ein Kompressor-Tuning, könnte der echt gut vertragen. Mal vom Crit her, vom Crit-Level, ist der echt Bombe. Da macht er echt gut Laune. Ja, man sieht es eben überall, wo ein bisschen durchbeschleunigt wird oder so, da verliert er ein bisschen. Also da kann man vielleicht nochmal Hand anlegen. Ja, Bremsdruck könnte man sogar auch ein bisschen erhöhen. Weil ich drücke hier schon fast schon komplett rein in die Bremse und blockiert immer noch nichts und gefühlt bremst er. Oder könnte er noch besser bremsen. Aber gut. Macht trotzdem so oder so übelst Laune, das Ding hier durchzubrettern. Ob wir jetzt da ganz vorne fahren oder nicht. Man merkt halt, dass das Ding sehr, 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 sehr leicht ist. Ist auch cool, auf dem Lenkrad sieht man auch, dass er eben Jaguar Sport steht. Dass es ja eben so eine eigene Marke eigentlich ist. Eben der Zusammenschluss aus Jaguar und Tom Walkinshaw Racing. Sein Name, ich finde ihn geil. Tom Walkinshaw Racing. Kommen wir nochmal ran hier an den GT1 911er. Gut. Ja, das wäre echt mal eine Überlegung wert, vielleicht das Fahrzeug irgendwann in der Zukunft auch nochmal zu schnappen. Das sage ich ja auch immer wieder, so Fahrzeuge können ja ruhig nochmal dran kommen. Da will ich mal so einen Kompressor oder so. Ein Turbo würde ich nicht mal unbedingt machen wollen. Ich glaube, so ein Kompressor würde dem echt gut tun. Kompressor drauf und dann geht's ab mit der wilden Fahrt. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, und wenn ich da auf meine Zeit achte, sehe ich wieder, wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Es geht immer so rasant schnell. Aber ich hoffe, diese knapp halbe Stunde hat dich gut unterhalten. Du konntest auch wieder ein bisschen was mitnehmen und vor allem auch, was dieses Fahrzeug so besonders macht. Ich wiederhole auch nochmal, was ich ganz am Anfang der Folge gesagt habe, der XJR
15 ist eines der Scheunenfunde. Also falls du den nicht findest, dann liegt es daran, dass du ihn erstmal finden musst. Klingt komisch, ist aber so. Also von dem her, den auf jeden Fall mitnehmen. Cooles Fahrzeug. Habe ich auch tatsächlich direkt gefeiert, als es hier angekündigt wurde, dass der eben hier mit ins Spiel kommt. Da wusste man natürlich noch nicht, dass es ein Scheunenfund ist. Ich habe ja dann in der Preview-Phase so auch gedacht, so, ah, verdammt, den hätte ich mir gerne schon angeguckt. Das habe ich, glaube ich, in irgendeiner Preview-Folge mal gesagt von Horizon 5. Den hätte ich mir gerne angeguckt, aber konnte ich nicht, weil er nicht vorhanden war. Ja, klar, weil er halt eben Scheunenfund war oder ist. Und jetzt habe ich das aber endlich nachgeholt. Und ich hatte super viel Spaß. Ich gebe das Tuning frei, kannst du auch mal auschecken, auch wenn das jetzt so wirklich groß nichts eingestellt war. Aber vielleicht willst du es ja einfach auch genauso mal fahren, wie ich es jetzt eben gefahren bin. Ich finde, das fährt sich hammergeil. Klar, ein bisschen Power fehlt tatsächlich. Aber sei es drum, der Fahrspaß ist dennoch auf jeden Fall riesig. Gut, ich bedanke mich und dann, wenn es dir gefallen hat, lass ein Däumchen nach oben da. Und wir hören und sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Mach's gut und bis dann. Ciao!